meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute ein paar Frühlingssachen für meine Maus, für meine Lea, die ich gekauft habe. Meine Tochter ist, sie wird jetzt 3 bzw. ist 3, wenn ihr das Video seht, keine Ahnung, wann ihr das Video seht, auf jeden Fall 3 und ich habe alles in Größe 104 gekauft, beziehungsweise manchmal steht auch 98, 104, ne? Es ist ein bisschen noch größer, aber ich glaube, so in einem Monat, wenn es dann wärmer wird, wird es schon passen. Es ist H&M. Im Laufe dieser Woche gekauft. Also ist alles noch total aktuell. Und deswegen gibt es so manchen die Preisschilder nicht oben. Also dann werde ich es euch hier einblenden und bei dem anderen. Ja, bei H&M steht das sowieso nie drauf. Deswegen werde ich es euch bei allem einblenden. Ich sehe gerade, ein Oberteil ist in der Wäsche. Das werde ich euch noch separat abfilmen. Genau, und hier noch reintun, einfach um euch alles zu zeigen. Vielleicht interessiert es euch ja auch für eure Mäuse. Fangen wir an. Ich habe bei H&M so ein Oberteil gekauft. Ich werde nicht die Größe dazu sagen, weil es ist alles 98,104. Auf jeden Fall dieses Oberteil, ein stinknormales eigentlich, aber richtig schön mit so goldenen Details hier, goldenen Knöpfen in Weiß. Jetzt so ein bisschen so ein engeres Bündchen und ja, hat mir recht gut gefallen. 3 Knöpfe und hat hier so eine Brusttasche auf der linken Seite. Ja, das erste. Dann das zweite Oberteil ist dieses hier, schwarz-weiß gestreift mit hier so Rüschen auf beiden Seiten. Ja, eigentlich stinknormal, aber kombiniert mit einer Jeans oder einer schwarzen Leggings oder auch einer weißen Leggings finde ich das wirklich mega, mega schön. Auf jeden Fall durfte dieses T-Shirt dann auch oder Shirt auch mit. Was mir dann auch richtig gefallen hat, war dieser kleine Pulli. Dieser Pulli halt klein. So sieht der aus. Der hat hier so auf der Seite so Cutouts. Seht ihr das? Genau. Oder? Könnt ihr das erkennen? Ja. Auf beiden Seiten und ist schwarz mit weißen großen Punkten drauf. Irgendwie hat mir das mega gefallen. Zu einer Jeans, die ich euch jetzt zeige, die sieht so aus. Ich finde, ich habe hier auch eine Hose von Zara und wenn man die nebeneinander legt, ist das um so viel größer. Ich zeige es euch gleich. Die 104 bei H&M. Also ich glaube, da muss ich einiges ja, so umkrempeln. So ungefähr, damit es ihr dann passt. Aber ja, ist trotzdem irgendwie lästig und cool und mal gucken, wie es hier oben passt. Ist eine ganz normale, ich glaube, das nennt man Traggings, also keine richtige Jeans, weil es einfach weicher ist und es hat auch keinen nichts oben zu zumachen, sondern nur so ein Gummibund zum Verstellen, aber nicht. Ja, für diejenigen. Die Waschung ist sehr schön, ist eher so eine hellere Jeans und ja, hat mir richtig gut gefallen. Genau, die durfte dann bei H&M noch mit. Noch so eine Traggings gekauft, weiß mit schwarzen Punkten, die kommt mir mega riesig vor, also puh. Und da muss ich auch auf jeden Fall umkrempeln. So sieht die auf jeden Fall aus, ist auch sehr angenehm, so weich, einfach wie so eine Leggings halt. Und ja, mit einem weißen Oberteil oder mit einem schwarzen, einfärbigen, würde das sicher ganz süß ausschauen. Dann kreuz und quer kommen wir zu einer Weste. Sie ist weiß, also so ein Cardigan, weiß-rosa mit so Taschen. Ist so ein bisschen silbrig, das sieht man ganz gut. Auch die Knöpfe haben so Glitzer-Silber. Wirklich schön jetzt auch für die kommende Zeit, für den Frühling, wenn man mit so Westen rausgehen kann, mega und nicht so dicke Jacken braucht. Und ja, wirklich schön, hat mir echt gut gefallen. Aber auch jetzt zum Drunterziehen, so eine Jacke, könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, weil ich ziehe meistens noch das Dünneres drunter immer an, unter so Jacken. Und ja, auch mega schön, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sonst hätte ich es ja nicht genommen, ist ja klar. Auf jeden Fall habe ich Leggings bestellt. Die hier hatten wir schon, wir haben immer diese Leggings. Aber es sind wohl nicht die gleichen, ne? Also diese sind jetzt mit Rüschchen unten, was mir sehr gut gefallen hat. Weiß und auch rosa und blau und nochmal im Set. Also das ist halt immer so ein Set, ne?
Es ist aber, ich habe ihr die blauen und die weißen schon angezogen gehabt. Es ist halt recht kurz. Ihr seht, recht kurz, das sind eher so Dreiviertel-Leggings. Bisschen frisch für die jetzt, oder beziehungsweise auch, ich weiß nicht, im Frühling, wie warm es wird und so, ne? Mal gucken, es sieht zwar recht süß aus, so, ich kann es mir mit Chucks vorstellen und dann so die Leggings, und dann schaut ein bisschen, das ist nicht schlimm, ein bisschen so die Füße raus, aber die Beine halt raus. Aber für jetzt eher nicht, also, aber ist ja nicht schlimm, es wird trotzdem getragen, ne? Es ist ja jetzt kein Weltuntergang, auf jeden Fall da nur ein Set. Einmal dunkelblau-weiß und einmal rosa und weiß. So, jetzt kommen wir noch zu einer Bluse von H&M. Wir brauchen wieder unbedingt Blusen. Ich habe echt sehr, sehr gerne Blusen zu Hause. Auch wenn wir irgendwo hingehen, dass man die anziehen kann. Die hat auf den Ärmeln so einen Gummibund, was richtig süß ist. Ja, so gestickte Blümchen, tut mir leid. Das sind da drauf. Hinten ist ein Knopf zum Zumachen. Genau. Ist eine ganz hübsche Bluse, natürlich ungebügelt, sie ist ja auch erst gestern angekommen mit der Post. Ja. Das war halt immer so blöd, dass die Preise nicht umstimmen. Auf jeden Fall eine Bluse. Dann ein Jäckchen jetzt für den kommenden Frühling wieder. So sieht's aus. Ist einfach so eine Bomberjacke in zartrosa mit einem goldenen Reißverschluss. Hier sind die Taschen. Ja, die kann man aufmachen. Sind auch richtige Taschen. Ja. Ich glaube 20 Euro hat die Jacke gekostet, aber wie schon gesagt, ich blende es euch auf jeden Fall ein. Stelle ich mir recht süß vor, so ein Kombi vielleicht auch mit so einer Jeans oder ja, richtig schön. Auf jeden Fall auf Instagram werde ich sich Outfits posten, wenn sie es dann mal trägt. Ne? Das letzte sind Schüchen. Mein Mann hat zwar gemeint, die sind mega süß, als sie gesehen hat, aber ob das gescheit ist, ihr so Billigschuhe zu kaufen, ja, sei dahingestellt, sie wird damit jetzt auch nicht extremst lange rumlaufen, vor allem auch, weil sie so einen kleinen Absatz haben. Was sehen sie so aus? So, also so ein Velour-Leder hier zum Zumachen. Ich denke mir jetzt so, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, sie ist ja jetzt auch schon 3, denke ich mal. Ist das doch ganz niedlich, oder? Wenn man ja so im Auto unterwegs ist und ihr mal die anzieht oder ja, wo was essen gehen, ich glaube, dann ist das jetzt nicht so dramatisch, wenn die jetzt hier so einen kleinen Absatz haben. Ja, das habe ich gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, shame on me. Aber ja, ich fand sie trotzdem süß. Jetzt Größe 25 und ja, hier auf jeden Fall. Schaut euch mal die lässige Kombi vor, eine Jeans, dieses Oberteil drüber und diese Schuhe dazu. Voll süß irgendwie, wie so ein kleines Mädchen. Ich meine, sie ist ein Mädchen, aber wisst ihr, ich meine so Stylo Milo. So, dann kommen wir noch zu zwei Zara-Sachen. Einmal wieder eine Bluse, ich liebe Blusen, ich trage es auch im Moment sehr gerne. Sieht so aus, weiß mit so... Sind das Pfeile? Könnt ihr jetzt mal genauer gucken? Irgendwie so indianisch sieht es aus, so indianermäßig. Ja, die ist jetzt halt hochgekrempelt, kann man aber natürlich auch unten zubinden. Und ja, mehr kann ich damit eigentlich nicht sagen. Ich habe eine Brusttasche auf der linken Seite. Die brauche ich den Preis nicht einblenden. 14,95 Größe 104 natürlich. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. So, und das letzte Teil, was ich bei Zara bestellt habe, ist eine Leggings. Ich glaube 4,95 oder 5,95. Ich schreibe es euch ja wieder hin. Sieht einfach schwarz-weiß gestreift aus. Ist hier unten eng, was ich immer sehr, sehr gerne mag. Ist so geriffelt, sieht man das? Ja, ne? So mega weich. Für so günstiges Geld, für 5 Euro oder so oder 6 Euro. Extremst weich, extremst angenehm fühlt sich das an. Und ja. Die durfte auch bei Zara noch mit. Jetzt kommt noch das Teil, was in der Wäsche ist. Und hier das hübsche kleine Oberteil hier mit so Volants oder wie das auf Ding immer heißt bei H&M, so Rüschchen, ne? So langarm
Ja, mega niedlich, oder? Ich finde das so süß. Das durfte dann auch mit. Und das geht halt hinten so weiter, die Röschchen. Und ja, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst mir gerne Feedback da. Was hat euch am meisten gefallen? Habt ihr schon geshoppt für den kommenden Frühling? Naja, es sieht im Moment nicht frühlingshaft auch aus draußen. Aber kalt ist jetzt auch nicht, ne? Toi, 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 dass es bald ein bisschen wärmer wird. Und ja, das war's. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.